Ein Hallo von mir, herzlich willkommen, mein Name ist Charles und ich begrüße dich zurück zu einem Video in Final Fantasy 14. Lange keine 14 Videos gemacht, ich weiß, aber jetzt tut sich wieder mal was, denn heute war der Live-Letter und zwar der Live-Letter Nummer 79. Ich verwende eine Zusammenfassung von der Triana, danke an sie, dass sie es zusammengefasst hat. Sie postet das dann auch immer bei unserem Discord und so weiter. Ich werde euch auch den Link zu dem Dokument unten in die Videobeschreibung posten. Was war heute? Naja, die Tokyo Game Show 23. Und Yoshida hat wieder über das neue Patch gesprochen. Hier sieht es so aus. Erscheinungsdatum Teil 1 ist am 3. Oktober 23. Und zwar wird es das Patch 6.5 sein. Und der zweite Teil, der kommt erst im Januar. Ja, also der wird dann erst später kommen. Wir haben auch einen Trailer, einen Patch-Trailer. Und den schauen wir uns jetzt natürlich mal gemeinsam an. Die 16. Ein natürlicher Kreislauf von Licht und Dunkel, in dem das Leben in Bewegung ist. In dem wir uns die Hand reichen, nicht um den anderen etwas zu entreißen, sondern um gemeinsam Neues zu schaffen. Dies ist der strahlende Beweis dafür, dass ich an andere glaube. Und als Dank ließen sie wiederum das Licht durch die Finsternis brechen. Zwar ist die Verbindung, die ich zu Heidelin spürte, mit den letzten Tagen erloschen. Aber die Kraft des Lichts wohnt mir immer noch inne. Und wenn ich euch damit unterstützen kann, so will ich das unbedingt tun. Eine Einladung? Bringen wir die Sache zu Ende. Wenn ich nur mächtiger wäre, könnte dieser Traum womöglich wahr werden. Vielleicht, nur vielleicht, gelänge es mir dann tatsächlich, meine Welt zu retten. Ihr habt gebetet, gewünscht, gelebt. Durch eure Gedanken habt ihr uns erschaffen. Nun nehmt diese Macht wieder an euch. Jetzt wird es ernst. Gib dein Bestes, Zero. Ich die Kraft des Lichts besäße. Komm zurück! Komm zu mir zurück, Ashtaya! Eine Stadt aus Gold. Ist es das, was dich auf den Kontinent Turai geführt hat, Großvater? Und jede von Dunkelheit, Krieg und Hunger entstellte Seele lass ihn übergleiten, um endlich sterben zu dürfen. Dies ist unser aller Erlösung. Und Golbes hat sie uns gebracht. Wenn du durch das Meer der dunklen Verzweiflung wartest, ist es dieses Licht. Diese Bande, die wir geknüpft haben, was uns Stärke verleiht. Ja, sehr, sehr cooler Trailer wie immer. Hier fallen dann doch etliche Sachen auf im Trailer schon mal. Wir haben PvP drinnen, natürlich, wir haben drinnen. Nein, ich mag ich nicht. Wir haben drinnen PvP, den 24er. Es war was drinnen von der Insel. Ja, also richtig einige coole Sachen drinnen. Natürlich immer nur so Fetzen. Aber trotz allem, es sieht schon mal sehr cool aus.
Der Live-Letter diesmal baut natürlich auf den letzten Live-Letter auf, denn wir hatten ja letztens den 78er und hierzu hat die Triana auch die komplette Zusammenfassung nochmal hineingetan. Das heißt, sollte irgendwer nochmal nachlesen wollen, der kann es hier nachlesen, denn hier steht dann auch ganz genau drinnen, was das Patch 6.5 beinhaltet, Story und so weiter und so weiter. Aber diesmal bei diesem Live-Letter war das halt nochmal so ein Overview und mit so kleineren Ergänzungen. Ja. Wir bekommen natürlich ein Main-Szenario dazu, eben Teil 1, Teil 2 mit 6.5 und 6.5.5 und das ist eben der Unterschied mit Oktober, da kommt 6.5, im Januar dann 6.5.5. Ja, also erst dann nächstes Jahr. Was ich aber gut finde, mal über Weihnachten mal eine Ruhe, in Anführungszeichen. Ja, also auch Square Enix soll sich da mal ein bisschen Ruhe gönnen. Es kommen natürlich neue Tribal Allianz Quest mit 6.5.5, aber 6.5.5. Ja, nicht vergessen, das heißt erst nächstes Jahr. Was ist diese Tribal? Naja, das sind die wilden Stämme, jetzt heißt es Stammesvölker. Die kommen also erst mit 5.5, Hildebrand mit 5.5, Mandavillenweppen mit 6.5.5 ebenso, denn Relikt geht dann erst weiter. Ja, ihr habt also genug Zeit, um eure ganzen Sachen fertig zu machen, so wie ich auch, ebenso wie die Handwerker. Die kommen auch mit 6.5.1, sorry, also die kommen dann nach dem 3. Oktober. Ja, also nicht gleich am 3. Oktober, sondern später. Was in 6.5 noch drinnen ist, der neue Dungeon, ist ganz klar. Neue Trials, hier kommen dann eben Normal und Extreme, wie immer die zwei. Und der neue Allianz Raid. Und davon haben wir etliche Sachen schon im Trailer gesehen. Sieht also richtig geil aus. Es gibt dann noch den Unreal Trial. Das ist das, wo man vorher halt dann die Bücher abgeben muss. Oder diese Token abgeben muss. Ich weiß jetzt noch nicht auf Deutsch, wie es heißt. Der Unreal Trial halt. Schreibt es in die Kommentare. Es kommt mit 6.5.1 eine Insel. Aloalo Island. Das ist wieder so ein Varianten-Dungeon. Der kommt auch wieder dazu. Sie bringen recht viel von dieser Sache hinein, was mir eigentlich sehr, sehr, sehr gut gefällt. Und die Triana hat mir hier noch dazu geschrieben, als Hinweis, aufgrund des konstanten Feedbacks wird es in der Savage-Version eben von diesen Varianten-Dungeon neue Belohnungen geben, die zur Item-Level-Erhöhung beitragen sollen. Ja, also hier wird der Loot bzw. die Belohnung verändert. Ja, gut. Ich spiele es nicht, ich sage es ehrlich, ich spiele die Savage-Version nicht, aber für die, die es spielen, gebt Bescheid, was der Loot dann ist oder was sich ändert. Des Weiteren kommt Duty Support für Stormblood, dass ihr auch alleine spielen könnt, eben mit NPCs. Ja, das kommt alles dazu. Was haben wir noch? Jobs werden angepasst mit 6.5.5 und zwar im PvE und PvP. Ebenso wird es PvP-Updates geben. Küsterlin-Konflikt-Update, dazu kommen wir gleich. Insel-Update wird kommen, das wissen wir auch schon von letzten Live-Letter. Fall Guys wird kommen, hier mit 6.5, wir wissen es noch nicht. Ich freue mich drauf, ich habe jetzt Fall Guys auch gespielt, um ein bisschen was für Final Fantasy 14 zu bekommen. Ist richtig cool zu spielen und ich hoffe und ich denke wohl, es bleibt permanent drinnen, weil es ist so eine Kollaboration und es wird ein Mandaville, also Gold Sosa Inhalt. Und was in Gold Sosa ist, normalerweise bleibt auch permanent. Ja, also ich hoffe mal, dass es bleiben wird, aber ich denke ja. Dann wird es neue Lieferaufträge geben für die Handwerker unter euch. Eben wieder einer mehr, das ist Margot, kommt dazu. Es gibt neue Collectibles wird es geben. Fischguide, der kommt hinzu, genau. Ja, doch etliche Sachen, die sich tun. Kleinere Updates kommen, wie eben Teleport-Destinationen, dass man anders schlichten kann. Also nach Expansion, also nach Erweiterung. Ja, hier sind sie immer gut dran. Also mit diesen kleinen Änderungen, was uns hilft eigentlich in-game, da sind sie eigentlich richtig, richtig gut. Dann wird es natürlich jetzt, auf was wir alle schon warten, für eine Allianz wird endlich die Item-Level-Restriction geben. Based on the Level. Ja, also es reicht nicht mehr mit 90 sich 50er Gian ziehen, das wird es dann nicht mehr spielen. Denn ich weiß, viele machen das, aber das wird dann vorbei sein. Hier sieht man nochmal Neues zu 7.0.
fürs neue Add-on wird es dann beim Fanfest in London und Patch 6.5.1 kommt nach dem Fanfest. Ja, also wir haben 3. Oktober kommt Patch 6.5. 21. bis 22. Oktober ist das Fanfest. Das heißt also, das Patch kommt dann erst danach. Da steht hier Late Oktober 23. Ich hoffe, man sieht es. Wenn nicht, klickt auf das Dokument von der Triana. Und hier sieht man nochmal genau, was drinnen ist. Main-Szenario Teil 1. Talaisa, das ist der Allianzen-Raid. Mit Patch 6.5 kommt dieses Aloha Island. Red Sands, das ist ein PvP-Inhalt. Zu den kommen wir gleich. Und 6.5.5 gibt es Main-Szenario Teil 2 und neue Sidequests. Das kommt also dann erst im Januar. Das ist die Roadmap mal, finde ich gut. Genauso wie in Japan ist das Fanfest 7. bis 8. Januar, also wird das erst danach kommen, so eine oder zwei Wochen. Ja, so sieht es halt aus. Jobänderungen, hier wird es keine größeren Anpassungen geben, nur kleine Schadensanpassungen. Wobei klein ist immer relativ, ne? Wenn es einen betrifft, dann empfindet man es nicht als klein. Also hier muss man auf die Patchnotes warten, was dann wirklich drinnen steht bei den Änderungen. Die neue Prüfung Ceromus wird kommen. Hier gab es im Live-Letter, denke ich mal, weil das sind Screenshots, auch ein bisschen Gameplay, aber nicht viel, weil Yoshida greift einmal an und dann war's das. Und der Hinweis, man kann runterfallen. Na, also hier aufpassen. Nun kommen wir zu PvP. Crystal Conflict, hier gibt es ein Update. Und zwar die Minimap und UI-Anpassungen, neue Arena, und zwar die Red Sands. Das kommt mit 6.5.1. Es gibt noch Anpassungen bei den Anzeigen für AOE-Flächen. Ebenso gibt es eine Anpassung, dass man sieht, wenn man aufholen muss, wie viel man aufholen muss. Ja, also hier, für die PvP spielen, hier gibt es dann einfach optisch eine Anzeige, ja, was auch geil ist. Die neue Karte, die Red Sands, also Wüste, Wüstenmap. Ich habe schon ein bisschen was gesehen, nämlich in dem Trailer, da haben sie es gezeigt, sieht also richtig geil aus. Denn es gibt dann hier noch so Flächen, wo man dauerhaft Schaden bekommt, wo man reingezogen wird, so ein Treibsandloch, was ein Insta-Kill ist, ein Kaktor mit 1000 Nadeln. Ja, also das ist schon so ein PvE-PvP-Inhalt. Das heißt, du kämpfst nicht nur gegen irgendwelche Leute, sondern auch noch gegen die Map selbst und gegen Mechaniken. Also sehr cool gemacht. Ja, werde ich mir auch ansehen. Auf jeden Fall. Ich spiele PvP nicht viel im Stream, ich spiele sehr off-Stream. Wir werden aber schauen, dass wir es auch streamen. Glamourwitz geben im PvP. Hier ein bisschen eben so nur Bilder. Gier für Kristalltrophäen, endlich. Weil wir gehen eh über mit diesen ganzen PvP-Marken und Trophäen. Das heißt, hier bin ich froh, wenn mal was Neues kommt. Weil ja, wir sind da ziemlich voll mit allem. Weiters geht's mit dem neuen Allianzen-Raid. Talaia. Und hier hat man eben auch ein bisschen was gesehen. Auch im Trailer schon. Sieht natürlich geil aus. Hier auch so mit Wasserflächen und so weiter. Ja. Was willst du immer bei den 24er sagen? Ich freue mich einfach drauf. Und musikalisch wahrscheinlich wieder top, wie immer. Und auch optisch 1A. Ja, also Wahnsinn. Ich freue mich direkt drauf. Kann es gar nicht abwarten. Zusatz noch erster Post-Taliak. Ja, Wasser. Man kann absaufen. Ja, Taliak hat ja mit Wasser zu tun. Also ja, sieht man auch hier so mit Wasser und so. Also wird richtig, richtig cool, denke ich mal. Und es könnten kompliziertere Mechaniken kommen. Wir werden sehen. Bei den Outfits aus den Allianzen-Raids, das gibt es natürlich dann wieder als Loot drinnen, haben wir wieder Wochenloot, haben wir wieder Tank drinnen, physischer Fernkämpfer. Mal sehen, ob mir das steht, aber ich glaube nicht. Spähen, Magier, ja, hier wieder was für die Damen. Na, also hier sicher wieder etliches dabei. Dann wird es neue Möbel geben. Elpis, Blumen, Fragezeichen fürs Haus, eine Treppe fürs Dach, da bin ich neugierig. Zeit wird's, dass wir überall raufspringen können, weil sonst hüpfen wir überall raus. Dann eine Magitech-Straße für den Garten, warum man auch das haben möchte. Keine Ahnung, vielleicht ist es so ein Trainingsgerät oder so. Wir werden sehen. Und neues Glamour wird es geben im PvE. Möglich vielleicht von der Insel. Flusskobold, Reittiere, die schauen wir uns auch noch an. Die Pixie sieht witzig aus. Schweber der Steinkopf.
Haus hier von der Insel, sieht auch sehr nach Insel aus, ja. Lunatender. Ja, Lunatender Reittier, sehr geil. Und neues Moped. Oh ja, das ist ein Doppelmoped. Sieht so aus. Sie haben es echt mit den Mopeds. Ein UFO. UFO-Mount. Der läuft. So crazy für Final Fantasy XIV, aber why not? Dann gibt es weitere Änderungen, unabhängig von 6.5. Ja, Cloud-Server, genau, stimmt, ganz wichtig. Für die Erweiterung, für Dawntrail, also für 7.0 testen sie Cloud-Server für die Warteschlangen mal am Nordamerika-Server. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, das funktioniert so, wie sie sich's vorstellen. Genaue Infos kriegen wir aber noch, um was es da wirklich geht, aber finde ich gut. Ja, also sie denken schon drüber nach, wie sie diese Warteschlangen und alles abwickeln können bei 7.0. Ja, also sie denken schon voraus. Dann gab es natürlich noch Ankündigungen und Werbung. Ja, und hier natürlich auch nicht vergessen, mein Sponsor vom heutigen Video, und zwar Holzkern. Ich selbst verwende Holzkern-Uhren, genauso wie Schmuck. Ja, ihr findet unten einen Promocode, mit dem ihr 15% auf den Einkauf bekommt und ich bin mega zufrieden damit. Ja, also ich habe hier meine Automatik aus Holz und mega zufrieden mit diesen Teilen. Ja, das war eigentlich so jetzt da, was es an Neuigkeiten gegeben hat beim 79. Live-Letter. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Zusammenfassung, auch wenn es nur so ein bisschen überfliegen ist. Gerne das Dokument lesen von der Triana, beide Dokumente, wer am Laufenden bleiben möchte. Und somit Kommentare, Like, Abo, wie immer gerne gesehen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.